Hey Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Fallout 3. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir letztens stehen geblieben sind. Ich könnte jetzt erzählen, dass ich jetzt 14 Stunden Aufnahmezeiten, oder waren es 13 Stunden, irgendwas war das, rendern musste, um hier die nächste Aufnahme zu starten. Hat auch nur einen Tag gedauert, zum Glück. Weil ich ja so am Fallout 3 suchten bin momentan. Und die Aufnahmen sind ja täglich. Und dann nehme ich immer 3 bis 4 Stunden auf. Aha. Das muss ich irgendwie 10, 11 Stunden oder 13 Stunden, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall. Aufhören! Rendern. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Mit Colin Moriarty. Das ist, glaube ich, die Hauptmission, ne? Also die Story-Mission, sag ich mal. Auch dieses Herzpochen, ne? Oh. Der vielfältige Mensch. Mehr über den kommenden Androiden erfahren. Der Vater Brian Wilkes finden. Wo ist der? Aber ich habe mir vorgenommen, hier erstmal die Familie zu finden. Ich weiß tatsächlich auch, wo die ist. Und eine Landmine bringen. Ja, das machen wir dann auch heute noch. Der Ort wird hier natürlich nicht angezeigt. Den sollen wir selber finden. Aber tatsächlich weiß ich, wo die ist. So, oh, das Pochen nervt. Moment, Weltkarte, was ist das denn hier? Ach, hier ist das Minenfeld, okay. Ich glaube, das müsste das sein, ne? Wo wir, das Super, oder das hier, irgendwas war das davon, da müsste das sein. Wo genau, weiß ich zwar nicht, aber irgendwo müsste das sein. Müsste die Familie so wohnen. So, wir müssen uns jetzt irgendwo, ich gehe nochmal ganz kurz hier rein. Mal gucken, hier ist kein Leo da, ne? So, wo ist Leo? Hier ist Leo. Ah, ne, bei denen können wir nichts mehr kaufen und verkaufen, ne? Jeder von uns wird eine Milliarde Sterne aus der Masse seines erbärmlichen und schmutzigen Körpers. Ach, Mann, der Typ, ne? Der nervt, der labert aber auch nur Müll. Nerven zugleich. Dabei lebt die Bombe nicht mehr. Kinder des Atoms, da mussten wir doch auch irgendwas machen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Muss mich erstmal wieder einspielen. So, hier ist was. Denken Sie noch nicht einmal daran, hier einzubrechen. Wann hatten das Waffenhaus auf? Ich würde da gern mal rein. Zugemacht, das Waffenhaus verschlossen. Sehr schwer. Aber warum? Das Waffenhaus hat ja irgendwie gefühlt gar nicht auf. Gar nicht auf. Nie auf. Wir brauchen einen Käufer bzw. Verkäufer, damit wir uns da mal was verkaufen können. Und wieder Kronkorken und ein bisschen Munition kaufen können. Ich habe mal ganz kurz, ne, nur ganz kurz, ohne dass ich gespoilert wurde oder so, ein ganz kurzes, ich habe immer Salon gesagt, ne? Saloon ist das ja, ein Salon. wie ist das, Maggie, ne? Oder wie ist die, ich weiß es nicht. Moin. Ach, das ist der Sohn von dem Sims. Papa sagt, dass ich nicht mit Fremden gehen soll. Ja. Was sind wir eigentlich? Es hat einen guten Grund, dass abgeschlossen ist. Also keine dummen Ideen. Ja. Das ist die Darmtoilette, glaube ich, ne? Ja. Mittlerweile kennt man sich hier schon ein bisschen besser aus. Ich bin trotzdem noch auf der Suche. Hier ist mein Haus. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem einen Verkäufer bzw. Käufer. Und ich möchte unbedingt in den Waffenshop. Nur das geht einfach im Moment mal. Können wir ihr jetzt sagen. Danke. Können wir. Ist jetzt vielleicht auf? Nee. Ich dachte, wir können ihr jetzt sagen, wo Nathan ist. Aber gut, dann eben nicht. Ach, haben wir irgendwas zu essen? Nervt das Pochen. Nein. Was? Achso, das ist ein Red Ray. Wir können uns sowas reinhauen. Oh, ist das so gut. Oh, das war das Buff auch doch wert. Herrentoilette, da waren wir schon überall. So, hier ist der Lagerraum. Ich glaube, die verkauft uns was.
Hier ist die Werkbank, ne? Sie wissen noch nicht, wie man sich selbst eine Waffe baut. Ja, das wissen sie, weiß ich noch nicht. Das ist mir aber ehrlich gesagt noch egal. Oder kann mir noch egal sein. Hey, keine Sorge wegen dem Geruch, okay? Ich habe nur ein paar Chemikalien getestet und die Dämpfe sind völlig harmlos. Echt jetzt? Mhm. Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwann so zum... Ja, zur Testratte werden. Ja, wenn ihr versteht, was ich meine. Vielleicht tut sie ja nur so auf nett, man weiß ja nie. Reden wir über Minenfeld, Adresse. Schauen Sie ruhig. Hier habe ich doch schon geguckt, glaube ich, ne? 10 mm Schuss. Oh, wie geil. Ich habe nur 5 Kronkorken, oder? Nein, ich habe nur 5 Kronkorken. Wieso? Hilfe. Sonst. Altmetall, Blechdosen. Tut mir leid, wir müssen jetzt wirklich alles verkaufen. Eigentlich die Haarklammer nicht. Bescheuert bin ich. 3 Kameras brauchen wir nicht. Kleine verbrannte Bücher. Die können wir sowieso alle verkaufen. Das sind insgesamt nur 5 Kronkorken. Krücke. Lackierpistole behalte ich. Leere Whiskyflasche. Medizinisches Clipboard. Das ist alles Schrott, ne? Und das brauchen wir wahrscheinlich für die Waffen und so. Ah, tut mir fast schon leid. Metall, Kochtopf, Milchflasche, Alter. 16 Kronkorken. können wir gleich die 10 mm Schüsse kaufen? Ist ja etwas. So, sind wir schon ein bisschen reicher jetzt. Stützbandage. Aber ist nicht irgendwie... Ist nicht Teddybär, den behalte ich mal. Ich glaube, das Spielzeugauto und sowas ist irgendwie von unserer Kindheit, habe ich das Gefühl. Weiß ich natürlich nicht. Vorkriegsgeld. Kann ich auch wegschmeißen, ne? Weißer Teller. Wobei, ich weiß gar nicht, wird Vorkriegsgeld nicht immer, immer wertvoller? Weiß ich nicht. Weißer Teller, alle. Wunderkleber behalte ich mal. Zerbeulte Blechdosen. Wunderkleber behalte ich immer noch. Haarklammern. Gut, dann sind wir jetzt auch wieder ein bisschen befreit vom, Munition. Davon haben wir 24 Schüsse. Uns fehlt die Waffe von irgendeiner 10 mm Schuss. Haben wir da welche? Aber 35 ist ja gar nichts, ne? Im Grunde. Waffen. Baseballschläger, Messer... Was ist denn? Nagelschlagring? Ach so. Raketenwerfer. Können wir uns sogar wirklich kaufen. Splittermine. Weiß ich nicht. Soll ich mir einen Raketenwerfer kaufen? Aber davon haben wir Schaden 55. Aber wir haben halt null Munition dafür, ne? Brille. Naja, da ist einfach alles unnötig, oder? Weil die Lederrüstung eigentlich ganz gut ist, ne? Der hat sie sogar zweimal. Ist doch die beste Rüstung, die sie hier verkauft. Und im Gegensatz zu uns... Was ist denn bei uns die beste Rüstung? Die hier, glaube ich, ne? Die gewanzerte Vault-Rüstung. Ja, ist sie... Soll ich mir mal die hier holen? Nicht die hier. Nee, wo sind die? Wo sind die jetzt? Hier, ne? Oder? Wir haben 2 Lederrüstungen, eine ist etwas teurer. Aber die macht dafür mehr Rüstung. Die ist wesentlich noch. Die ist wesentlich teurer, macht aber nur 2 Rüstungspunkte mehr. Trotzdem nehme ich die. So, 86 Kronkorken gehen rüber. An uns. Heißt, wir haben noch 86 sozusagen. Hilfe, Stimpack. Oh, brauchen wir auch mal welche? Moment, ich muss da mal wieder ganz kurz... Moment, da können wir eigentlich... Der ist viel wert. So, das sind wir schon wieder ein bisschen reicher. Also kann man voll gut Geld machen, ne? Wenn man die Rüstung verkauft. Jetzt haben wir die Lederrüstung. Da könnte man die getönte Lederbrille... Lederrüstung. Lederbrille. Jetzt bei der Hilfe, ein Stimpack packe ich weg. Oder? Schmutziges Wasser kaufe ich auch immer. Findet man auch bei Aldi. Munition, Munition. Energiezellen.
Okay, das war ein bisschen zu viel. Energiezellen kaufe ich mir mal so 20. Ich weiß nicht. Oh. Achso, ich habe nur 20 weggepackt. Achso. Wir können auch zwei Raketen kaufen. Sind halt sehr teuer. Schrottpatrone. Wir brauchen 10 mm. War nicht gerade 10. Die waren doch gerade 10 mm. Was? Wo sind die denn? Wo sind denn die 10 mm Patronen? Haben wir eine 5 mm Waffe? Waffe. Wir haben 10 mm Pistolen. Haben wir ganz viele. Wir könnten die eigentlich beide verkaufen, ne? Wobei, man kann die auch zusammen reparieren. Dann verkaufe ich die mal. den verkaufe ich auch. Chinesische Pistole. Kampfmesser. Ach genau, ich habe noch gar nicht erzählt. Ich hab mal ganz kurz bei einem anderen Let's Play nachgeguckt. Der hatte ganz viele Waffen und sowas und der war noch nicht mal so weit wie ich. Deswegen habe ich mich gewundert. Ich habe aber keine 5mm Waffe. Nur die hier. Kaliber. Hatte ich eine 5mm Waffe? Das dauert jetzt hier ein bisschen länger. Verkauft zwar. Es geht nicht. Energiezellen. Wie viel kriege ich denn? Aber Energiezellen 45, das bringt doch einen Scheiß. Wie teuer wären die? Würde mir 118 fehlen. Jetzt muss ich ja bei Munition gucken. Ach man. handle ich die wieder zurück. Dann muss ich mir wohl oder über die 5 mm, die Kaliberschuss kaufen. Einfach nur, damit wir irgendwas haben. Und den Rest mit Energiezellen. So. Oder wir sparen uns die einfach. Ich weiß nicht. Ich habe mir jetzt ein paar Dings gekauft. Akzeptiere ich jetzt auch so. So. Dann. Gute Jagd. Ja. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. So. Haben wir ein bisschen mehr Schuss. Ist ja auch nicht viel, aber es reicht erstmal. Ganz bisschen. Bis wir wieder ein bisschen Kohle haben. Was soll ich jetzt machen? Stimpack haben wir 2. Wie kann man hotkeyen, wenn man das so sagen kann? Oder würde ich die irgendwie auf die... Okay. Da habe ich nämlich beim Forum mal nachgelesen. Ganz heimlich. So, das ist bei der 2 jetzt. Chinesische Pistole packe ich auf die 3. Oh, wir haben doch recht viel Munition noch. Oder einigermaßen viel Munition. Ist aber gar nicht so viel. Jetzt wollte ich gerne den, der macht 6 Schaden. Sprengmesser. Hatten wir nicht einen Baseballschläger? Den haben wir nicht mitgenommen, ne? Stimmt, scheiße. Schüssel, Minnesel. Die hat 24 Schuss, die packe ich mal auf die 5. Und auf der 4 wollte ich eine Nahkampfwaffe gerne machen. Eine Waffe, die sehr schnell steht. Da wäre der Polizeikrüppel, will ich mal sagen. Nein! Wieso bin ich so dumm? Wo ist sie? Hallo? Da. Er. Und da macht man. War das. So, jetzt haben wir den ein bisschen repariert. Gut, da haben wir den Polizeikrüppel, will ich immer sagen. Wir nennen ihn jetzt auch bald Polizeikrüppel. In Fallout 4 kann man den ja umbenennen. Kann man Waffen benennen. Da weiß ich ja schon, wie ich einen Schlagstock nennen werde. Wenn es denn da so einen gibt, weiß ich ja nicht. Gut, und jetzt werde ich mir einen Ort markieren. Ganz kurz, Dateien. Zur Mine. Dann könnte man aber erstmal hier hin, oder? Oder wir können uns dahin porten. Das geht noch gar nicht, ne? Da müssen wir auf jeden Fall hin. Wenn wir hier uns hinporten würden, dann hätten wir einen schnelleren Weg. Geh erstmal hier hin. So, da gehe ich nochmal ganz kurz hin. Und such da mal ganz kurz ab. Hier. Oh, was ist das denn? Ach, stimmt, vielleicht sollte ich mir mal ein Stimpack auf die Leiste knallen. Hilfe. Die packe ich dann mal auf die 6. Ich weiß jetzt schon, dass ich die nie verwenden werde. Weil, zack. So.
beide verbraucht. Toll. So, hier gehe ich nochmal ganz und rein. Und ich denke, hier ist es drin. Aber nur wegen einem Hinweis beim Schneiden, habe ich das gesehen. Moin. War das hier? Gut. Ich glaube, das war nicht hier drin, ne? Das war dann hier in dem Raum. Und da waren wir, glaube ich... Gibt's was? Aufhören. Da waren wir, glaube ich, auch gar nicht drin, ne? Hier ist eine Tür und die habe ich nicht ausprobiert. Oh, oh. Sehr radioaktiv verstreut. Genau, das brauchen wir nämlich nicht. So. Man kann da tatsächlich rein. Oh. Was? Hi. War da schon die Munition dafür? Komm her, du Drecksack. Der Bomb ist am empfindlichsten. So, nochmal. Alter, Alter, Alter. Hätte speichern sollen. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hab nicht gespeichert. Fick die Henne. Nein, leck mich am Arsch. Wir müssen losern. Ach komm, leck mich. Jetzt müssen wir das Ganze mit dem Kaufen nochmal neu machen. Komplett neu. Alles, was wir jetzt gemacht haben, alles neu oder wie? Ah ne, hat hier gespeichert. Oh, wie geil. Komm, das ist, glaube ich, noch. Hallo? Wie, man kann hier nicht mal hoch? Man kann hier nicht mal hoch? Achso, ja, ist auch okay. Hat gerade nicht geklappt. So. Weitergehen, Fleischklops. Mhm. Die Ghule, immer so nett. Naja, das ist ja ein netter Ghule. Es gibt ja auch böse Ghule. So, da wissen wir, ich hoffe, dass es die Familie ist. Ich weiß es natürlich nicht. Ich habe nur den Eingang gesehen. Es kann auch sein, dass es einfach eine Mission ist oder so, eine andere. So, jetzt gehen wir mal dahin. Das ist schon markiert. Okay, dann können wir jetzt ein bisschen erforschen. Jetzt haben wir auch unsere Munition zurückbekommen, sozusagen. Ich mag diese Knarre nicht. Ich glaube, das ist das 32er Kaliber, ne? Ich mag die nicht so. Ist nicht so mein, ich weiß. Ich glaube, da müssen wir vielleicht mal mit einem etwas krasseren... Alter. Oh, das bringt ja gar nichts. Okay. Oh, das bringt nichts, das bringt nichts. Fürs? Der ist tot. Er ist eingeschläfert. Gut. Haben wir schon wieder Leben verloren. Oh, blöde Kacke. Ich wollte eigentlich zur Nahkampfwaffe wechseln. Waffel. Ah, man merkt schon. So, das ist die 4. Muss ich mir merken. Ich muss jetzt sagen, dieser Watz-Modus, der VATS. Oh, oh. Ah, scheiße, was? Oh, Dreckskack-Funktie. So. Ganz gut speichern, alter Schwede. Jetzt sind wir schon wieder... Oh, Mann. Fick doch die Henne. Wir haben nichts mehr zu trinken. Hundefleisch. Jetzt haben wir... Ach, nee. Ich heul... Ach, Moment, wir haben was zum Looten noch. Oh, ich heul gleich. Dieses Plop... Nein, 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 nein. Aua. Alter, diese Hunde gibt's ja überall hier. Ich
Die Hunde gibt es hier überall. Alter Schwede. Oh, ätzend mit den Hunden. Jetzt haben wir die ganze Zeit dieses... So, sicherheitshalber packe ich mir jetzt den Whisky ein. Speicher mal zwischen. Da hinten ist einer, oder? Was? Hoppala. Ups, da ist einer. Gut, dann sind wir hier schon mal falsch. Natürlich soll es bald Minen geben, ne? Beim Minenfeld. Da hinten ist er, ich sehe ihn. Gehen. Weil es hier wahrscheinlich noch andere Hunde gibt. Boah, ich hasse diese Hunde, ne? Die kann man zwar eigentlich recht leicht austricksen. Aber... Der nächste Hund ist auf jeden Fall schon mal unser Tod, deswegen speichere ich hier. Aus dem Munde Ihres Präsidenten John Henry Eden direkt in Ihr Herz. Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit. Mhm. Ach nee, warum immer die Musik? Der will doch, dass ich irgendwann einen Urheberrechtsstrike bekomme noch. Wobei ich weiß nicht, ob der Urheberrecht gesichert ist. Wahrscheinlich immer. Leck mich. Was? Kannst doch niemand antun. Okay, das war's. Super Mutant. Am Arsch. Wir haben noch keine Chance gegen die Mutanten. Das können wir vergessen. Und hier soll es jetzt Minen geben. Toll. Yay. Perfekt. So, speichere ich mal mehr als sonst. Weil bekannterweise speichere ich fast nie. Also sehr selten. Ach man. So, noch sehe ich keinen Hund. Aber man weiß ja nie. Mit der Nahkampfwaffe bin ich wesentlich besser unterwegs. Wie ich finde. Och nee, ich bin nämlich nicht so der Shooter King. Nochmal speichern. Oh nein, der scheißt uns ja voll. Okay. Das ging ja jetzt auch total klar. Direkt essen, das Blähfliegenfleisch. Auf der Hoffnung, dass wir bald kein Plocken mehr haben. Beziehungsweise Pochen. Oh, ich hoffe, wir kriegen irgendwelche Stimpacks oder sowas bei einer Quest. Oder wir müssen welche kaufen einfach. Wir haben aber nichts zum Verkaufen, das ist das Ding. Das kriegen wir nicht hin. Ach komm, leck mich. Das ist schon wieder so eine so sterben leicht gemacht Folge. Mann. Ich glaube, wir haben gar keine Rüstung an, ne? Stimmt. Kleidungmäßig haben wir gar nichts an. Mann, ich voll Idiot. Oh! Jetzt haben wir auch noch Schaden bekommen. Oh. Oh, so eine Kackblähfliege. Ich blieb gleich mal ins Gesicht. So, ich will einfach nur zum Minenfeld. warum sind die nicht unbedingt Riesenmutanten? Die brauchen wir doch gar nicht. Was machen die hier? Die kriegen wir so noch nicht platt. Vor allem nicht mit zu viel HP. Mit zu wenig HP. Beziehungsweise Trefferpunkten. Och, Mann. Wie weit ist denn das noch? Na, wir sind sogar tatsächlich gleich da. Mann, Alter, was ist das denn für eine Scheiße? Ist nicht
wahr? Wir können nichts mehr machen. In Fallout 3. Wir können fast einen neuen Spielstand anfangen. Was meine ich ernst? Was wollen wir denn jetzt noch machen? Wir haben nichts zum Essen. Wir haben gar nichts im Grunde. Wir können uns irgendwie gar nicht wehren. Wir können eigentlich gar nichts machen. Außer zu speichern und uns irgendwie wegzuschleichen. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, wir können nur noch schleichen. Und wenn wir dann entdeckt sind, dann sind wir tot. Direkt. Wir haben nur einen Punkt. Och nee, jetzt sind wir tot. Schon wieder. Oh, Alter. Fick doch die Henne. Jetzt kann ich mich hier die ganze Zeit mit Fleisch voll fressen, bis wir beim Minenfeld sind, ist noch Jahrhunderte. Ich wünsche mir eine Shotgun, damit geht alles viel schneller. So, wir haben 10 Meter Vorsprung gemacht. So, hier kommt gleich noch irgendwas. Das werde ich ja sehen. Das gehört nachgelassen. Ja, ja. Prima. Haben wir weniger Stärke. Nur Munition, wobei Munition haben wir jetzt momentan noch genug, aber wir haben keine Stimpacks, um uns wieder aufzuheilen. Ich weiß nicht, können wir schlafen oder so? Ich weiß nicht, wie man sich das wieder füllen kann, ohne Stimpacks zu benutzen oder zu essen, weil selbst davon haben wir zu wenig. Wobei ich ja eigentlich alles loote, ne? Ja, in Anführungszeichen alle loote, aber ich loote die Tiere und die Häuser, die ich looten darf. Ohne Karma zu verlieren. So, mal gucken, ob da irgendwas im Haus ist. Oh, schnell Popschuss ins Maul reingehauen. So, Entdeckung Minenfeld. Okay, können wir uns auch jetzt schnell hinporten. So, jetzt können wir uns immer hinporten. Okay. Das wird wahrscheinlich auch direkt schief gehen. Oh, es wird sogar direkt klappen. Moment. Ich mach die Laserwaffe. Ist das die Laser? Ich doch schon. Haarklammern sind wichtig. Das ist auch wichtig. Ja, die können wir mitnehmen. Gewicht wiegen wir fast gar nichts. Das ist gut, dass wir nichts wiegen. Können wir nämlich mehr mitnehmen. Auch leer. Das eine konnten wir. Ja, ein paar Schüsse. Aber ich brauche gerade erst Stimpacks. Hier war irgendwas, was wir nicht knacken konnten, ne? Hausmodell. Verschlossen, sehr schwer. Kriegen wir nicht hin. Ah, toll. Ja, Spiegel ist kaputt gegangen. Vor meiner Gesundheit, vor meinem Herzpochen. Kann man alles irgendwie verkaufen. Wert 15? Wieso das denn? Dinnerteller, achso. Wir können eigentlich alles mitnehmen. Zündflamme. Wir können im Grunde alles mitnehmen, weil... Oh, hier kann man sich ansetzen. Kann man sich da irgendwie aufheilen? Ich weiß es nicht. Und das ist nix. Und hier oben ist, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht so viel. So, hier nehme ich einfach alles mit. Ledergürtel. War eine Cherry Bomb.
Moment. Da war was versteckt. Ah, bei Fallout ist immer sehr gut was versteckt. Kann man es schlafen?